567 Menschen leben nach Auskunft des Landratsamtes in der Erstaufnahmeeinrichtung Ellwangen. Inzwischen hat sich fast die Hälfte von ihnen mit dem Coronavirus angesteckt und mehr als 20 Mitarbeiter. Vor 2 Wochen war ein erster Infizierter entdeckt und sofort isoliert worden. Doch die dramatische Ausbreitung haben die Behörden nicht in den Griff bekommen. Schon seit dem 5. April gibt es eine Ausgangs- und Kontaktsperre in der Unterkunft im Ostalbkreis, die von der Polizei rund um die Uhr überwacht wird. Noch musste keiner der Infizierten in eine Klinik verlegt werden. Warum sich das Virus trotz des schnell eingerichteten Quarantänebereichs so explosionsartig ausbreiten konnte, ist den Behörden ein Rätsel.